Allein in Duisburg wurden im Jahr 2016 über 2400 Frauen Opfer von Körperverletzungen. Polizeioberkommissar Alexander Henke und Polizeikommissar Michael Smolik sind unterwegs zu einer jungen Frau, die laut dem Notruf ihrer Mutter in großer Gefahr schwebt. Ich geh mal ums Haus hinten. Ja, hier ist safe. Alex, die Tür ist offen hier. Die Tür ist offen. Ich mach auf. 3, 2. Gibt's eine andere Möglichkeit? Außen ist so. Okay, dann müssen, müssen wir anders rein, okay? Hier ist Blut. Was? Hier ist alles voller Blut. Scheiße. Guck mal, Schuhe. Okay. Okay, warte. Da ist doch jemand. Hallo? Scheiße. Hallo, hören Sie mich? Okay. Hallo, können Sie mich hören? Ist fast bewusstlos. Das ist okay. Oh, das ist gefesselt, ne? Ja, mach mal weg. Die Polizisten vermuten aufgrund der Spuren, der Täter muss in das Opfer verliebt sein. Obwohl die Frau den Mann nicht gesehen hat, ermitteln die Beamten schnell einen Verdächtigen. Also sind auch Fußabdrücke. Fußabdrücke? Ja, ja. Okay, Laura. Laura, hörst du mich? Laura, hörst du mich? Guck mal. Es ist ganz wichtig, dass du uns wenigstens irgendwie ein bisschen was sagen kannst, ja? Wie ist das passiert? Wo warst du an was erinnerst du dich zuletzt? Welche Situation? An meine Mutter. An deine Mutter. Ego für den F21. Im Videochat. Und dann wurde es dunkel. Ja. Mein Kopf tut so weh. Mutter, Videochat. Okay. Und dann wurde es dunkel und dann kannst du dich an nichts mehr erinnern. Nein, mein Kopf. Okay. Ja, RTW, komm. Michael, ich habe hier ein Foto gefunden. I will always love you. Laura, guck mal. Kennst du? Schau mal hier. Wer ist das? Das ist mein Ex-Freund. Also für uns sieht es so aus, als ob sie in einem bewusstlosen Zustand von hinten niedergestreckt wurde, dass sie bewusstlos in die Badewanne transportiert wurde, da möglicherweise auch gefesselt wurde oder vorher. Also wir haben hier ein Foto gefunden mit einer Aufschrift und es sieht ganz danach aus, als ob hier jemand diese Szene nachgestellt hat und der möglicherweise ein krankhafter Typ ist. Und alles deutet hier momentan auf den Ex-Freund hin. Was noch interessant wäre, ob Eimerspuren. Hast du geschaut? Ich habe bisher noch gar keine gesehen. Aber hier vorne liegt ein Schlüssel, ne? Der ist gerade hier runtergefallen. Ah. Hallo? Was ist hier los? Hallo? Wer sind Sie denn? Ich bin die Mutter. Ja. Sie haben angerufen. Sie angerufen. Genau. Ja. Okay, sehr gut. Können Sie mir mal kurz erklären, was denn vorgefallen ist? Sie hat mir irgendwie gesagt, die Laura, dass sie im Videochat mit Ihnen war. Dann ist es schwarz geworden vor Augen. Dann, ja, was ist also ich habe mit ihr im Videochat gehabt. Ja. Und dann habe ich jemanden hinter ihr gesehen mit Sturmmaske. Ja. Und dann war auf einmal das ganze Gespräch abgebrochen. Okay. Und dann habe ich sofort bei Ihnen angerufen, weil ich ein schlechtes Gefühl hatte. So. Na. Aber im Gesicht haben Sie nichts gesehen? Gar nichts? Nein. Haben Sie irgendjemanden erkannt von der Statur? Könnte es... Ich denke mal, es könnte nur der Tobias sein. Das ist ihr Ex-Freund, von dem hat sie sich getrennt. Der hat auch ein Alkoholproblem, ist auch immer sehr aggressiv ihr gegenüber. Und er verkraftet die Trennung von ihr irgendwie nicht, stalkt sie andauernd. Und hat ihr auch letztens dieses Foto geschickt mit I will always love you und hast du nicht Wie heißt denn der weiter, der Tobias? Mahlmann. Tobias Mahlmann. Ja. Wer hat denn sonst noch Zutritt zu diesem Haus? Wer kann sich hier Zutritt verschaffen? Weil wir haben keine Einbruchspuren, das ist sehr, sehr komisch. Man muss ja irgendwie reingekommen sein. Das könnte eigentlich, wenn dann nur der Peter sein, der Vermieter, ne? Der Vermieter? Ja. Der hat einen Schlüssel. Ja, aber der kann das nicht sein, weil der hat ihr immer geholfen und so, wo sie damals aus der Wohnung ausgezogen ist. Nee, wir müssen ja trotzdem in alle Richtungen. Das kann auf keinen Fall sein, ne? Ja, okay, wir müssen trotzdem alle Richtungen mitnehmen. Ja, ich mach mal eine EMA von dem Mahlmann, ne? Ja, alles klar. Okay. Egon für den 1121. Okay. Ich bräuchte mal eine EMA. Und zwar von dem Ex-Freund Tobias Mahlmann. Ich melde mich sofort wieder. Da ist er doch schon krank. Hallo? Hey! Was hast du gemacht? Hey! Wow! Bleiben Sie im Auto! Hey! So, Sportsfreund, jetzt ist aus. Raus! Ans Auto. Hände zurück. Hände zurück. Mach die eiserne Acht ab! Beine auseinander.
Bei dem Unfallfahrer handelt es sich um den verdächtigen Ex-Freund des Opfers. Da der Mann allerdings stark alkoholisiert ist, können ihn die Polizisten noch nicht vernehmen. Daher wollen sie zunächst klären, wie der Täter in die Wohnung gelangt ist. Okay, hallo, wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Ich bin der Vermieter, das ist der Peter. Ein guter Freund von uns. Alles klar, sehr gut. Also, Polizei, mal rüber zum Arzt. Ja. Folgendes: Die Laura, die haben wir vorgefunden im Bad, eine Kopfplatzverletzung, gefesselt. Ach, ja, jetzt hier eine Frage. Wir hatten keine. Wie geht's dir denn? Ja, so dementsprechend natürlich. Ja. Eine Frage von mir: Wir hatten keine Einbruchspuren, wir haben gar nichts gefunden. Es muss sich irgendjemand Zutritt verschafft haben. Geht natürlich irgendwie nur mit dem Schlüssel. Ist es möglich, diesen Schlüssel nachzumachen? Ist möglich. Kann es sein, dass Laura den irgendwie nachgemacht hat, den Ex-Freund mal gegeben hat? Oder? Ja, den kann man ohne weiteres gut sein. Okay. Die Polizisten sind sich sicher, dass der Täter aus dem persönlichen Umfeld des Opfers stammt. Während die Frau ins Krankenhaus transportiert wird, klären sie ihren Ex-Freund über das weitere Vorgehen auf. So, Herr Hamann, ganz kurz, genau, jetzt geht's weiter. Ja? Also erstmal sind Sie schuldig einer Straftat. Das ist das eine, wir fahren jetzt zur Wache, zur Blutentnahme. Was für eine Straftat! Am Tatort werden weiterhin Spuren gesichert. Unterdessen übergeben die Schutzpolizisten auf der Wache den Fall an ihre Kollegen von der Kripo. Die Ermittlungen leiten ab sofort Kriminalhauptkommissar Hans Fröndenberger und Kriminalkommissar Tom Jankowski. Diese erhalten von der Mutter des Opfers einen USB-Stick mit dem archivierten Videochat. Was ist denn jetzt genau drauf auf dem Stick zu sehen? Da habe ich jetzt das Gespräch runtergezogen, was ich mit meiner Tochter hatte, dieses Chatgespräch, ne? Ja, dann gucken wir uns direkt mal an. Da sieht man den Mann im Hintergrund mit einer Sturmmaske. Na, schauen wir mal. Sagst du dem Kollegen, dass wir gleich zu ihm kommen? Wir reden erstmal mit dem. Kommen Sie mit rein? Von dem USB-Stick, den die Mutter mitgebracht hat und auf dem der Videochat zu sehen ist, erhoffen wir uns einiges, nämlich, dass wir unter Umständen herausfinden können, wer der Täter ist. Mensch, die sehen ja toll aus. Cool, oder? Finde ich auch, die haben total gefallen. Ich habe mich sofort verliebt. Ja, schön, dass du die Trennung überwunden hast, Schatz. Ja, so langsam wird's. Okay, mach. Was war das denn? Hast du Männerbesuch? Ja. Männerbesuch? Mama, ich will erstmal von Männern nicht wissen. Lass da mal wirklich jemand hinter dir. Mama. Oh mein Gott! Warte mal, ich mach mal zurück. Ach du meine. Da ist er. Das ist nicht zu erkennen. Oh, das ist schwierig. Sie meinen, von der Statur her könnte das der Freund sein? Tonschiff? Von der Statur her schon, ne? Man erkennt ja nichts im Gesicht. Seit wann sind die denn nicht mehr zusammen? Seit 3 Monaten. Die Mutter ist unsicher, ob es sich bei dem maskierten Täter tatsächlich um den Ex-Freund ihrer Tochter handelt. Die Kripo-Kommissare fokussieren ihre Befragung deshalb auf die Indizien, die im Tatort sichergestellt wurden. Und diese Kleid, sagten Sie, das kennen Sie nicht von Ihrer Tochter? Nein, das hängt bei der Tochter im Badezimmer. Das würde ich definitiv kennen, das ist nicht meiner Tochter. Guck mal, hier haben Sie, guck mal hier, Sarah Gellert Design. Sarah Gellert, das war wahrscheinlich schweineteuer. Oh ja. Die konnte sich nicht erklären, wie das da hinkommt. Nein, das kann ich mir nicht erklären. Einen Moment mal. Ja, gehen Sie mal ran. Das ist meine Tochter aus dem Krankenhaus. Ja. Hallo Schatz, na, wie geht's dir? Hallo Mama, es geht. Du, ja. Mama. Ich kann jetzt vom Krankenhaus entlassen werden. Könntest du mich bitte abholen kommen? Ja, Schatz, würde ich gerne machen. Das Problem ist so, ich bin hier gerade auf der Wache bei der Polizei. Und es wäre super, wenn du einfach den Peter anrufst. Der hat ja auch ein Auto, der kann dich auch eben fahren. Ne? Ach, stimmt, genau. Ja, hast recht. Ich rufe den Peter an. Ja. Mama, bis später. Schatz, sie tut mir leid, ne? Bis dann, gell? Tschüss, wir sehen uns, Schatz. Ja, da können Sie ja froh sein, dass es schon besser geht. Peter, wer ist denn der Peter? Ja, bin ich auch froh. Das ist also der Vermieter von meiner Tochter. Ah ja, okay. Die Rosen am Tatort, die Botschaft auf dem Foto und die Flucht mit dem Auto. Im Moment deutet alles auf den Ex-Freund als Täter hin. Die Kripo-Beamten wollen im Verhör herausfinden, ob sie richtig liegen. Tatsächlich hat er ihr das Foto in den Briefkasten gelegt, weil er noch in sie verliebt ist. Mehr nicht, behauptet er. Herr, wie war Ihr Name? Malmann. Tobi. Herr Malmann, entschuldigen Sie. Wo waren Sie denn heute Vormittag? Unterwegs. Ja, wie unterwegs? Ja, wo unterwegs? Arbeiten und so. Wo arbeiten Sie denn? Gebäudetechnik, Kreisowski. Hier in Duisburg, ne? Ja, richtig, genau. Kannst du auch gerne anrufen. Okay. Gar kein Thema. Wollen wir mal glatt machen. Ist Ihr Chef da jetzt erreichbar? Bestimmt. Dann mach ich da mal schon. Geben Sie mir die Telefonnummer bitte. Der Täter stand ja hier offensichtlich unter Alkoholeinwirkung. Deshalb hätten wir, wenn der Sachverhalt anders verlaufen wäre, den Mann erst noch mal in die Ausnüchterungszelle gebracht. Hier hat sich das dabei erübrigt. Er hat bestritten, diese Tat begangen zu haben. Aber ein Anruf in seiner Firma hat tatsächlich sein Alibi bestätigt. Er hat gearbeitet.
Ich habe mit Herrn Kaliszewski gesprochen, er war bis vor kurzem im Betrieb. Okay. Sehen Sie, kann ich doch jetzt gehen, oder? Herr Mayrmann, ganz ruhig. Die Kollegen von Esti haben noch ein bisschen was mit Ihnen zu bereden. Sie sind immer in alkoholisiert Auto gefahren, ja? Haben einen Unfall gebaut. Super. Ja, da müssen Sie leider noch ein bisschen verantworten. Für uns sind Sie erstmal raus. Mit uns haben Sie nichts mehr zu tun. Der Ex-Freund kommt daher als Täter nicht in Frage. Den Ermittlern bleibt jetzt nur noch eine Spur, das rote Ballkleid. Hans Frendenberger setzt sich mit der Designerin in Verbindung. Sein Kollege erkundigt sich inzwischen, seiner Erfahrung folgend, nach dem Vermieter der Geschädigten. Wenn das so netter ist, ob den Schlüssel der, vielleicht jemand nachmacht? Wissen Sie, ob der mal irgendwie Anstalten gemacht hat, sich an Ihre Tochter ranzumachen? Nein, überhaupt nicht. Ne? Soweit ich weiß, hat er auch seine Frau bei einem Autounfall verloren. Aha. Vor langer Zeit. Das hat er mal irgendwann erzählt. Und also bestimmt nicht. Die ist ja auch viel, viel jünger als er. Ne? Muss ja nicht unbedingt was heißen, aber das wüsste ich. Das würde ich auch. Was ist denn der Peter für eine Statur? Er ist ja ungefähr vergleichbar mit dem Tobias. Von der Größe her vielleicht, aber ein bisschen schmaler. Okay. Na gut, das müssen wir mal sehen. Hansi, hast du was? Ja, du, pass mal auf, das ist ja der Hammer. Die Frau Gellert konnte sich tatsächlich sofort an dieses Kleid erinnern, als ich ihr das beschrieben habe. Dann hat sie mir dieses Foto geschickt. Das ist das Kleid, ja. Und schreibt, das rote Kleid wurde von einer Heike Lauenstein. Kennen Sie die? Vor 3 Jahren gekauft. In meinen Notizen steht zudem, dass das Kleid für eine Trauung angefertigt wurde. Anbei sende ich Ihnen ein Foto der Kundin mit dem besagten Kleid. Schau mal, das ist es doch. Aber sehen Sie mal, das ist doch nicht Ihre Tochter. Nein. Nee, die heißt ja auch nicht Heike Lauenstein. Ja, eben. Dann habe ich Folgendes gemacht. Jetzt soll ich mal wissen, wer ist eine Heike Lauenstein, ob es die überhaupt gibt hier. Das habe ich vom Standesamt bekommen. Heike Lauenstein, 2014 gestorben, also vor 3 Jahren. Das ist die Partnerin von Peter. Bitte? Die beim Autounfall gestorben ist, was Sie mir gerade erzählt haben. Ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber die hieß auch Heike. Also Peter ist der Vermieter, ne? Ja, ja, da haben wir gerade drüber gesprochen. Mit dem ist die doch jetzt unterwegs. Mir wird jetzt gerade richtig schlecht, weil ich meiner Tochter gerade gesagt habe, dass sie den Peter anrufen soll und der sie abholen soll. Also ohne, dass ich jetzt noch mehr Zusammenhänge erkenne, im Moment müssen wir erst mal sehen, dass wir die kriegen. Die Beamten sind sicher, der Vermieter ist der Täter. Die junge Frau schwebt also in großer Gefahr. Da sie die 21-Jährige telefonisch nicht erreichen, lassen sie deren Handy orten und erfahren so ihren Aufenthaltsort. Hans, pass auf. Diese enorme Ähnlichkeit. Die Ortung, Töppersee an dieser kleinen Badestelle da. Ach hier, der Töppersee? Ja. Ja, los, komm. Hin. Komm. Dank der Handyortung wissen die Ermittler, an welcher Stelle des kilometerlangen Sees sich die junge Frau und ihr Peiniger aufhalten. Bei der Ankunft der Polizisten wird schnell klar, der Täter handelt aus einer krankhaften Störung heraus. Wir wollten doch heiraten. Ach du Schatz, wir wollten heiraten. Ja. Das hast du schon vermutet. Heike. Endlich bist du wieder hier, Heike. Oh, ich möchte dich heute hier heiraten. Ein Messer in der Hand. Wir gehen ein Stück weiter. Vielleicht kommen wir noch besser ran. Pass auf, wir machen das so. Ich lenke ihn ab. Ich gebe dir ein Zeichen. Ist doch schön hier. Hier wollten wir heiraten. Hallo, guten Tag. Hier ist die Polizei. Hallo. Legen Sie doch mal bitte das Messer weg. Was ist denn los? Was machen Sie hier? Legen Sie bitte. Also ich bin von der Polizei, von der Kripo. Heike. Sie dürfen die Heike heiraten, aber legen Sie bitte erst das Messer weg. Nein, Bräutigam, Sie wollen uns nur wieder auseinanderbringen. Werfen Sie das Messer weg. Bräutigam, hören Sie bitte. Bitte. Verabredet zum Heiraten. Ich sorge dafür, dass Sie gleich heiraten können, aber bitte werfen Sie das Messer. Nein. Sie haben auch schon das Badezimmer so schön dekoriert, ne? Ja, genau. Das haben Sie toll gemacht, wirklich. Für die Heike. Für meine natürlich. Heike. Polizei! Heike! Das Messer? Ich hab lass das Messer los, du. Was los? Was los? Heike! Der verwirrte Täter hält sein Opfer für seine verstorbene Freundin. Mit viel Fingerspitzengefühl klärt Hans Frendenberger den Mann über die Verwechslung auf. Das ist nicht die Heike. Doch, doch. Gucken Sie doch mal, sie sieht aus wie meine Heike. Sie heißt Peter mit Vornamen, ne? Ja. Sie haben ja wirklich recht, die sieht auch aus wie die Heike. Aber das ist ihre Mieterin, die Laura ist das. In dem Gespräch mit dem Täter heute kam es mir darauf an, Ruhe zu bewahren. Ich bin auf die Dinge, die er genannt hat, in seinem verwirrten Zustand genannt hat, eingegangen. Auf mich machte der Täter einen völlig verwirrten Eindruck. Der lebte in einer Fabelwelt. Er war der Meinung, seine vor 3 Jahren verstorbene Frau sei hier und die könne er jetzt heiraten.
Er hat sie gefesselt, gegen ihren Willen quasi gefügig gemacht. Die Frau hatte fürchterliche Angst und der Täter war eigentlich noch unberechenbar. Obwohl, im Laufe des Gesprächs habe ich gemerkt, er war dann hinterher eher hilflos als gewalttätig. Aber ich war, so fertig, als sie gestorben ist. Ja, sehen Sie, kommen Sie mal her. Alles gut, alles gut. Sie haben jetzt, die Laura sieht aus wie die Heike. Der Täter hier in diesem Fall ist ein geistig kranker Mensch. So würde ich es jetzt rein vom Gefühl her mal einordnen. Ich bin zwar kein Arzt, aber rein gefühlsmäßig ist das so. Und er hat vor 3 Jahren diesen schweren Schicksalsschlag erlitten, als er seine noch nicht ganz angetraute Ehefrau durch den Autounfall verloren hat. Und natürlich, der menschliche Geist ist ein kompliziertes System. Und hier ist es leider so gewesen, dass es ins Negative ausgeschlagen ist. Und er tut mir eigentlich nur noch leid. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Keine Ursache, nicht dafür. Dafür sind wir alles mal drücken. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Jetzt kümmern sich natürlich um Ihre Tochter. Die war also hier unten gefesselt an diesem See. Ich kann Sie kurz aufklären. Wir haben es hier offensichtlich mit einem Psychopathen zu tun. Sie kennen den Mann, ja? Ich glaube nicht. Aber der muss die letzte Zeit durch. Du bist ruhig da. Ruhe, habe ich gesagt. Er war fest der Meinung, dass das die Heike ist, die er vor 3 Jahren verloren hat. Das Opfer behält keine bleibenden Schäden. Es wird sich wieder erholen. Der Täter muss sich wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Freiheitsberaubung und sexueller Nötigung verantworten. Er wird in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Der Ex-Freund erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer. Sein Führerschein wird sichergestellt.